Niederbayern 100.de. Die 100 Sekunden Videonachrichten mit allem Wichtigen aus Niederbayern und der Region. Täglich aktuell ab 12 Uhr mittags. Immer wissen, was los ist. Präsentiert von Sanitätshaus Göldner in Eggenfelden, Pfarrkirchen, Simbach am Inn und Arnsdorf. Wir tun was für Ihre Gesundheit. Herzlich willkommen bei Radio Trausnitz Niederbayern in 100 Sekunden. Nach mehrtägiger Suche nach einem vermissten 47-Jährigen ist gestern in der Isar bei Landau dessen Leiche gefunden worden. Vor einer Woche hatte ein Zeuge einen Mann von einer Brücke in die Isar springen sehen. Alle Suchaktionen verliefen zunächst ohne Erfolg. Es verdichteten sich jedoch die Hinweise, dass der Mann ein vermisster 47-Jähriger sein könnte. Seit gestern herrscht traurige Gewissheit. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut Polizei nicht vor. Ein Autofahrer muss sich ab heute vor dem Landgericht Passau unter anderem wegen versuchten Mordes verantworten. Der 38 Jahre alte Mann soll sich Anfang dieses Jahres mit einem gestohlenen Auto eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben. Dabei soll er auch absichtlich auf einen Polizisten losgefahren sein. Der Beamte hatte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten können. Der Autodieb soll bei seiner Flucht noch weitere Menschenleben gefährdet haben. Der Angeklagte ist teilweise geständig, bestreitet aber eine Tötungsabsicht. Der Bau der neuen Dreifachturnhalle am Eckenfeldner Gymnasium könnte sich verzögern. Grund: Der Kreisausschuss ist sich uneins über einen zusätzlich angedachten Geräteraum für die Sportvereine, die die Halle ebenfalls nutzen. Für die zusätzlichen Kosten von fast 130.000 Euro würde es keine Förderung vom Freistaat geben. Jetzt sollen mit allen Beteiligten nochmal Gespräche geführt werden. Damit könnte sich aber der für nächstes Jahr geplante Baubeginn auf 2016 verschieben, hieß es. In einem Mehrfamilienhaus in Landshut ist heute Morgen Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner erlitt eine Rauchvergiftung. Laut Polizei beschränkte sich der Brand auf ein Zimmer der Wohnung. Offenbar hatte eine vergessene Zigarette einen Stapel Kleidungsstücke in Brand gesetzt. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Der Bewohner wurde ins Krankenhaus gebracht. Und noch eine Meldung vom Volleyball. Die Roten Raben Vilsbiburg haben eine neue Spielführerin. Es ist die Argentinierin Silvana Oliveira. Die 30-Jährige aus Buenos Aires wurde von ihren Mitspielerinnen gewählt. Trainer Jan de Brandt hatte es der Mannschaft überlassen, ihren Kapitän zu küren. Oliveira löst die Brasilianerin Cristina Alves ab, die den Verein verlassen hat. Weitere Nachrichten unter radio-trausnitz.de.